mal zeigen, wie man einfach mal mit Paint.net einfach mal die Farben ändern kann. Und da habe ich hier, dieses Ding findet man bei Paint.net, habe ich das ja jetzt. Ich habe hier ein Bild, das habe ich mir selbst geknipst. Das ist Notre Dame in Paris. Ich war in Paris gewesen. Und da geht man unter Korrekturen, an der Kurven. Da kann man hier zum Beispiel auch hier auf RGB-Modus, dann kann man zum Beispiel ein Bild blau, grün oder rot machen. Aber ich will den Blauanteil reduzieren. Dann kann ich zum Beispiel hier ziehen. Man sieht direkt das Ergebnis. Das Bild wird grünlich, rötlich. Zwischen grün und rot, das Bild. So ist jetzt das kein Blau mehr enthalten. So hat das Bild kein Blau mehr. Das kann man natürlich auch ändern. Man kann natürlich durch Zurücksetzen ist das jetzt wieder nochmal hergestellt. Wenn ich den Blauanteil erhöhe, dann wird das Bild richtig überall verblaut. Das kann man natürlich auch wieder zurücksetzen. Bei Grün sieht das dementsprechend so aus. Es wird eher violett. Bei Grün kann man das mit Violett machen, wenn man nämlich herausnimmt. Oder es wird grün, wenn man es erhöht. Sag mal jetzt wieder zurücksetzen und dann gebe ich zum Beispiel auf Rot. Wenn man den Rotwert verringert, dann wird wieder so ein, kommt da so ein Zwiebeln raus. Erhöhe bedeutet natürlich, dass es rot wird. Wenn ich den Rotwert erhöhe, dafür zum Beispiel aber den Grünwert verringere, wird es richtig rot. Den Blauwert will ich jetzt auch verringern. So ist das Bild dann immer komplett rot. Natürlich kann man hier mehrere Kontrollpunkte setzen. So zum Beispiel. Sieht zwar ganz blöd aus. Dann kann man mit der rechten Maustaste die Punkte wieder entfernen. Und dann hoffen wir mal, dass dieses Video euch gefallen hat. Dann könnt ihr eure Bilder bearbeiten. Man kann das natürlich speichern. Sag mal hier, ich will einfach so, das Bild so lassen. Okay. Und dann kann man das Datei speichern unter Insa. Und damit hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Dann zeigt es mir mit Daumen nach oben, kommentieren, teilen oder abonnieren. Und dann bis zum nächsten Video.